Deutscher Weihnachtsmann besucht seinen russischen Kollegen Väter Chen Frost in dessen Regierungssitz Veliki Ustjug. Die internationale Freundschaft soll eine Vorbildrolle haben. Ein deutscher Weihnachtsmann und sein russischer Kollege Väter Chen Frost haben bei einem Treffen nördlich von Moskau die Vorbereitungen auf Weihnachten eingeläutet. Die russischen Kinder waren hellauf begeistert, sagte der Weihnachtsmann-Darsteller Alexander Haas aus Celle in Veliki Ustjug in der Region Wologda. Ich habe für die Kinder deutsche Lieder gesungen, sagte er. In Veliki Ustjug, rund 750 Kilometer nördlich von Moskau, befindet sich die Residenz von Väter Chen Frost, Ded Moroz. Seit 1999 empfängt der russische Zauberer dort in einem Freizeitpark Kinder und nimmt ihre Wünsche entgegen. Am Samstag feierte er mit russischen Darstellern von Märchenfiguren und rund 4000 Gästen seinen Geburtstag. In diesem Jahr habe Väter Chen Frost mehr als 3 Millionen Briefe von Kindern erhalten und jeder werde beantwortet, berichtete die Agentur TASS aus der Residenz. Es gebe aber eine Liste unartiger Kinder, die kein Geschenk bekämen, wenn sie sich nicht besserten. Der Weihnachtsmann brachte seinem russischen Kollegen als Geschenk eine Uhr mit. Diese solle in einem großen Uhrenzimmer von Väter Chen Frost ausgestellt werden, sagte der 48-jährige Alexander Haas. Ded Moroz hat mir gesagt, dass die Freundschaft zwischen ihm und dem deutschen Weihnachtsmann eine Vorbildrolle habe, sagte er. Seit 2006 stehen die beiden in Kontakt und besuchen sich gegenseitig. Damals hatte Haas, der im Stadtmarketing im niedersächsischen Peine arbeitet, eine Weihnachtsmannmeisterschaft organisiert, zu der auch Väter Chen Frost kam. Seitdem verkleidet sich auch Haas einmal im Jahr an Heiligabend als Weihnachtsmann und geht in ein Hospiz oder ein Kinderkrankenhaus. Dabei sei das Wichtigste, Augen auf für die Kinder. Man darf ihnen keine Angst machen und sollte ein netter Freund sein. Quelle: n-tv.de